Hallo und herzlich willkommen bei einer 11-minütigen Yoga-Einheit, die dir hilft, den Stress vom Büro auf einer körperlichen Ebene aus deinen Hüften, unterem Rücken, Handgelenken, Schultern und Nacken zu befreien. Wir beginnen in Sesar. Du sitzt zwischen deinen Fersen am Boden, deine Knie hüftbreit oder beieinander. Sollten deine Knie schmerzen, ändere die Position der Knie oder setz dich ein wenig höher auf ein oder zwei Polstern. Beginne damit, dein Becken zu mobilisieren, indem du es mit einer Einatmung nach vorne kippst und mit einer Ausatmung nach hinten fallen lässt, dich rund machst mit Support von deinem Core. Mit einer Einatmung finde eine aufrechte Position zwischen beiden Extremen und atme aus weite Schulterblätter. Verschränke die Finger deiner Hände auf Schulterhöhe vor dir ineinander und beginne sanfte Wellenbewegungen mit deinen Armen. Die Schultern und Schlüsselbeine bleiben weit. Stell dir eine Wellenbewegung vor deinem inneren Auge vor und folge ihr mit deinen Armen. Lass die Atmung fließen, du kannst die Bewegung auch schneller machen und schauen, ob du noch immer einer ruhigen, gleichmäßigen Atmung folgen kannst, während die Bewegung deiner Hände sich verschnellert. Wir beenden die Übung und gehen in ein Befreien unserer Armlinien und unsere Handgelenke. Experimentiere mit der Handstellung, Finger zur Seite oder Richtung deiner Knie. Dreh sanft deinen Kopf von Seite zu Seite. Lass die Schlüsselbeine weit und befreie deinen Nacken und deine Schultermuskulatur. Von hier richte dich wieder auf. Mit einer Einatmung beide Arme kommen nach vorne. Mit einer Ausatmung geh durch den Raum und verschränke deine Finger mit weiten Schlüsselbeinen, Ellbogen vielleicht gebeugt, hinter deinem Rücken. Lass dich nochmal nach vorne fallen und spür das bewusste Aufrichten von deiner Mitte. Weite Schlüsselbeine, aktiver Unterbauch, langer Nacken, Schädelbasis über Schultern. Du kannst die Arme strecken, solange die Schultern und Schlüsselbeine weit bleiben können und die Tiefe deiner Atmung bis nach oben unter deine Schlüsselbeine genießen. Wenn du willst, vertiefe die Haltung ein klein wenig, heb die Arme nochmal an, atme ein. Und mit einer Ausatmung spür, dass der Nacken frei wird, dass die Atmung noch immer ruhig fließt. Und komm in die gleichen achtsamen, ruhigen Kopfdrehungen hier, um eine stärkere Dehnung für deinen Nacken und deine Schulterpartie zu finden. Die Atmung fließt noch immer ruhig. Geh im Rhythmus deiner Atmung. Achte darauf, dass du vollständig ein- und ausatmest, während du dich von deiner Mitte aus stabilisierst. Beende die Übung, indem der Kopf nach vorne fällt. Du kannst die Ellbogen wieder beugen, hebe den Blick und lass langsam deine Finger auseinanderkommen, die Arme wieder nach vorne treiben, ohne dass du die Position deiner Schultern veränderst. Im Gegenteil, mobilisiere sie. Erinnere dich nochmal an das Verankern deiner Schulterblätter nach hinten, an den Rippen nach unten und die weiten Schlüsselbeine. Und von hier lass uns die Übung im Sitzen beenden und auf Hände und Knien kommen. Während du die Atmung fließen lässt, achte noch immer auf die Weite deiner Schlüsselbeine, wenn du deine Hände unter deine Schultern absetzt und langsam mit ihnen nach vorne wanderst. Deine Knie sind direkt unter deiner Hüfte und du beginnst mit sanften Mobilisierung deiner Wirbelsäule. Der Nabel bleibt aktiv, mit jeder Einatmung darf sich deine Wirbelsäule runden, das Herz nach vorne treiben und mit einer Ausatmung behalte diese Länge, diese Extension auf deiner Vorderlinie des Körpers. So viel Raum als möglich zwischen deinem Nabel und deinem Herz, während dein Kopf entspannt bleibt. Bewege dich hier im Rhythmus der Atmung und dann löse die Übung auf, indem du langsam mit deinen Händen nach hinten wanderst, wieder unter deine Schultern und mit deinen Füßen Schritt für Schritt mit fließender Atmung nach vorne kommst. Beide Knie sind ungefähr so weit auseinander, dass zwei deiner Fäuste aneinandergelegt dazwischen Platz haben. Das ist die Weite deiner Sitzbeinhöcker. Und beginne deinen unteren Rücken zu mobilisieren, indem du den Nabel zur Wirbelsäule ziehst und mit jeder Einatmung den Atem nach hinten in den Rücken schickst, den Boden wegdrückst, dich rundest in eine C-Kurve und mit einer Ausatmung stabilisiere die Wirbelsäule vom Nabel, verlängere sie. Lass die Schultern weit und entspannt und roll mit einer Einatmung hoch. Ausatmen beide Hände zum Herzen. Finde deine Mitte hier, öffne nochmal die Arme mit der Einatmung und mit der Ausatmung, bring sie an deine Hüften und erinnere dich an das aufrechte Becken, das wir schon zu Beginn am Polster gelernt und geübt haben. Stabilisiere das in der Verbindung zwischen deinem Gesäß und deinen Oberschenkeln. Bring beide Arme mit einer Einatmung weit zur Seite und mit einer Ausatmung stabilisiere nochmal dein Becken durch Druck deiner Hände an dein Kreuzbein. Finger dürfen nach oben oder zur Seite schauen.
Langer Hals, entspannter Nacken, ein Unterstützen vom Boden zu deinem Nabel und hier über einen langen Rücken und eine lange Vorderlinie Herz zur Decke gehoben. Du kannst bei dieser Position bleiben, wenn dein unterer Rücken happy ist und du willst die Position vertiefen, flexe beide Füße, Zehen zum Boden, leg deine Hände auf deine Fersen, schieb dein Becken nach vorne und erinnere dich noch an die gleiche Unterstützung vom Boden und von deiner Mitte und lass die Schlüsselbeine weit. Wenn du willst, fordere dich heraus, indem du einen Arm mit einer Einatmung zur Decke ziehst und mit einer Ausatmung noch immer darauf achtest, dass deine Schultern unbewegt bleiben und noch immer deine Unterstützung vorhanden ist, vom Boden und von deiner Mitte, vom Fluss der Atmung. Wechsel auf die andere Seite. Mit einer Einatmung heb den anderen Arm, lass die Schlüsselbeine weit und finde eine ruhige, tiefe Atmung, Support von deiner Mitte. Die gleiche Herausforderung oder Challenge kannst du auch mit den Händen an deinem Kreuzbein durchführen. Wenn du noch ein wenig weiter gehen willst und dein unterer Rücken, deine Unterstützung vom Boden und vom Chor dir grünes Licht gibt, darfst du die Übung auch gern noch einmal eine Stufe vertiefen. Lass die Füße flach am Boden, komm nochmal von Unterstützung deiner Mitte zurück mit beiden Händen auf deinen Fersen. Atme ein, verlängere die Vorder- und Rückenlinie deines Torsos und mit einer Ausatmung schieb dein Becken nach vorne. Finde diese lange Extension, diese Weite in deiner Rückwärtsbeuge. Unterstütze deine Schädelbasis, lass den Nacken lang, blicke hoch zur Decke und atme ruhig bis unter deine Schlüsselbeine. Um die Übung zu verlassen, unterstütze dich auf deinem Kreuzbein. Atme ein, komm wieder hoch. Mit einer Ausatmung Nabel aktiv zur Wirbelsäule gezogen. Setz dich langsam zurück auf deine Fersen oder wenn das nicht möglich ist, ein klein wenig zurück, bis du deine Hände am Boden ablegen kannst. Wir kommen von Händen und Knien am Boden mit einer Ausatmung in den abscheuenden Hund, das umgekehrte V und finde ein sanftes Wiegen deines Beckens. Die Beine müssen nicht gestreckt sein. Viel wichtiger ist, dass dein unterer Rücken lang, vom Nabel unterstützt und weit ist. Beginne mit gebeugten Beinen oder gestreckten Beinen, langsam im Fluss der Atmung zu deinen Händen zu wandern. Du kannst die Knie gebeugt lassen, atme ein, heb dich nochmal hoch, weite Schlüsselbeine, atme aus, leere dein Becken aus und lass die Wirbelsäule lang. Dein Brustbein oder Herz treibt vor deine Zehen. Das Ziel sind nicht deine Unterschenkel, damit du dich nicht rundest, sondern stell dir einen imaginären Punkt vor deiner Mattenlinie vor, in welche Richtung du dein Herz verlängern willst, während du mit einer Ausatmung nach unten sinkst. Entspanne immer wieder deinen Kopf und Nacken und finde nochmal dieses Einatmen und Verlängern und dann mit einer Ausatmung drehe deine Füße nach außen, Ferse nach innen, Zehen nach außen, atme nochmal ein und mit einer Ausatmung komm in einen Squat. Sollten deine Fersen hier nicht den Boden berühren, keine Sorgen, nimm dir einen Bolster oder roll die Matte auf und unterstütze deine Fersen hier mit ein wenig mehr Höhe. Befreie deinen Nacken, lass die Schlüsselbeine weit, die Atmung fließt ruhig. Mit einer Einatmung heb den Blick und mit einer Ausatmung nutze die Ellbogen an der Innenseite deiner Knie und beginn ein sanftes mit einer Einatmung dich nach links zu drehen und zu öffnen. Mit einer Ausatmung kehre zurück mit dem Ellbogen an der Innenseite deines Knies. Atme ein, öffne dich nach rechts und mit der Ausatmung kehre zurück. Ellbogen an deinen Knien. Sollte die folgende Übung für dich zu schwer sein, leg deine Hände vor oder hinter dir am Boden ab und bleib im Squat. Ansonsten mit einer Einatmung verschränke deine Finger hinter deinem Rücken, atme aus, roll die Schultern zurück. Mit Unterstützung deines Nabels mach dich so rund als möglich, leg dich nach vorne und heb mit einer Einatmung deine gestreckten oder leicht gebeugten Arme nach oben zum Himmel. Bleib hier in einer unterstützten C-Kurve, atme ruhig. Komm raus mit einer Einatmung, befreie deinen Nacken. Mit einer Ausatmung beide Hände zum Boden. Mit Unterstützung deiner Mitte strecke langsam deine Beine und beginne ein Vor- und Zurück-Aktivieren deiner Füße durch ein Shiften auf deine Zehenspitzen mit einer Einatmung, mit einer Ausatmung ein Ablegen der Füße zum Boden. Wir steigen nochmal zurück in den abscheuenden Hund, Adho Mukha Svanasana, und befreien durch sanftes Drehen und Nutzen des Bodens vor uns unter den Händen weite Schlüsselbeine, deinen ganzen Rücken. Lass den Kopf entspannt und dann wander langsam nach hinten mit deinen Händen zu deinen Füßen. Du kannst die Knie dabei immer wieder beugen, sodass dein Rücken lang bleiben darf, auch beim Wandern.
und beginn ein Austesten der Becken-unteren Rückenverbindung, indem du mit einer Einatmung die Knie immer wieder beugst, schaust, ob du den Nabel halten kannst. Und mit einer Ausatmung, der Nabel bleibt bei der Wirbelsäule, der Rücken wird lang. Du kannst die Hände gerne auch auf deine Unterschenkel legen, solltest du hier mehr Raum für die Übung brauchen. Und dann lass dich mit einer Ausatmung nochmal durchspülen. Platziere deine Hände auf deine Oberschenkel und rolle achtsam Wirbel für Wirbel nach oben, als würdest du Wasser von unter dir durch den ganzen Körper, durch alle Kapillargefäße nach oben ziehen. Dich hier nochmal entfalten mit der Atmung. Mit einer Einatmung ein Aufrichten, ein Schultern fallen mit der Ausatmung. Ein nach vorne blicken und ein Beenden deiner Praxis für heute. Befreie nochmal deine Handgelenke, befreie nochmal deine Schultern, wachse vom Boden nach oben und beende deinen Tag oder beginne ihn, je nachdem, wann du übst. Herzlichen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns. Namaste.